zum Zusammensitz bezwickt. Man meint, das Internet ist nur dort da, um böse zu sein oder seinen Frust rauszulassen an andere. Ich kann einfach momentan nicht viel loben im Internet. Rechnung kann ich leider auch nicht viel loben von den Leuten. Das Beste finde ich, meine Kollegen sagen manchmal, wieso lobst du mich nicht, wieso sagst du nicht Gutes über mir oder solche Sachen. Wie soll ich euch Gutes sagen, wenn ihr nichts macht Gutes? Das ist das Beste. Ich würde ja gerne euch immer loben. Ich könnte euch beschenken, ich könnte euch alles machen. Aber ich mache das nun mal nicht gerne, Leute, die nur eine dumme Fresse haben. Oder erst gar nicht online kommen oder einfach zu faul sind, um irgendetwas zu machen. Nicht antworten oder so. Das ist das. Ihr müsst zuerst mal etwas leisten, bevor ihr Gegenleistung bekommt. Das bekommt man halt nicht einfach, wenn man mal kurz sagt, guten Morgen. Das ist, heutzutage ist guten Morgen kein Lob mehr. Man nimmt es halt einfach an und denkt nichts darüber. Ja, nicht? Früher hat man sich gegrüßt, man hat sich gefreut. Man hat schon bei der Begrüßung gelacht und fröhlich gewesen. Heutzutage, nö, lieber krank die Katz nachmachen. So diese Katze, die sich immer so, so einen halben Latz hat. Tja. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Positives zu erzählen vom Game oder so. Aber eben, ich muss mich dem Game eigentlich ein bisschen anpassen. Das macht jeder. Das ist halt ein bisschen schlecht für mein Ansehen, aber ja. Soll ich sagen, wow, diese Schildkröte ist so extrem realistisch gemacht. Schaut mal, die haben ganz lange Hände. Was sind denn das? Tentakel? Keine Ahnung. Soll ich so etwas loben? Nein. Also, das macht niemand. Dann verstehe ich manchmal nicht, dass es ein bisschen schlecht über mich geredet wird, aber tja. Ich bin nicht Gronkh. Ich bin nicht Gronkh. Gronkh macht ja eigentlich nur Comedy. Der macht ja gar keine Let's Plays. Der ist so schlecht im Spielen. Da kommt mir der Graus. Es ist das schwer, Let's Playen und Skill zu haben. Das ist sehr schwer. Man hat halt nicht mehr die Erfahrung, wenn man aufnimmt, da man nicht mehr so viel zockt oder andere Gedanken hat. Viele Let's Player sind einfach so extrem vertieft im Reden, dass sie gar nicht mehr richtig spielen können. Bei mir ist es ja irgendwie fast andersrum. Mir fallen manchmal die Worte nicht ein und so, weil ich so konzentriert aufs Spiel bin. Und das heißt jetzt nicht, dass ich ein schlechter Let's Player bin. Ein Let's Play ist einfach ein kommentiertes Gameplay. Und ja, ihr hört es, Gameplay. Also, wieso regen sich dann viele Leute auf, dass man so wenig redet oder so schlecht redet oder nicht bei der Sache ist. So ist es auch. Das ist jetzt mal, ja, einen großen Missgedanken von diesen Leuten. Da würde ich gerne so Memes denen zurückschicken. Kopfstoß, Facepalm oder so. Also, schaut nicht auf das, was der Kommentator eigentlich kann, sondern schaut auf
er spielt und ja, was er dem Zuschauer bietet, zum Beispiel an Freiheiten wie bei mir. Zum Beispiel, ich sage ja immer wieder, ihr dürft Sachen wünschen, was soll ich machen? Oder wie soll ich es machen? Oder wo soll ich hin? Wo? Was? Ihr könnt mein Let's Play extrem beeinflussen, aber wir müssen es nur machen. Das ist das Wichtigste. Wir müssen es nur machen. Und braucht es denn so extrem viel Energie, kurz in den Kommentar zu schreiben, das hast du gut gemacht oder das hast du schlecht gemacht, wieso hast du das gemacht, wieso fehlt dir das und wieso hast du schon beendet oder solche Sachen. Das würde mir sehr, sehr viel weiterhelfen und ja, aber es macht niemand. Außer ein paar per PN, aber es ist dann eher, naja, nur Werbung. Schreiben zum Beispiel: Hey, deine Let's Plays sind spitze. Kannst du mich bitte abonnieren? Kommt natürlich das alles auf. Kannst du mich bitte abonnieren? Ich nehme das nicht ernst, das erste. Also das andere, so ist es nicht ernst. Aber ich nehme das erste dann gar nicht mehr ernst. Wieso sollte ich von einem, der eigentlich nur Werbung machen will, es ernst nehmen? Also bitte. Aber ich weiß, dass es viele ernst meinen. Aber genau dieses schreiben sie nicht. Das ist das halt, das was ein bisschen. Ja. Aber das macht YouTube so aus. YouTube ist ein ganzer Lamme. Ja, mal Lappen irgendwie. Sorry dafür, aber es ist irgendwie wahr. Dass viele YouTuber einfach nur YouTube schauen, um zu nerven, zum Jammern oder und so. Ja, einfach nur blöd. Aber das ist überall, bei jedem Online-Rollenspiel ist es auch so. Bei Facebook ist es vor allem so, die ganze Zeit wird gejammert. Ich hatte mich schon wieder angestupst. Der nervt langsam. Ich will mal wissen, die ihr noch da seid. Macht ja nichts. Los, dos, Raps. Ja. So, weg. Wir müssen wahrscheinlich nach Hauptstadt. Ja. Hier wollte ich noch kurz killen. Ich habe noch ein paar frei, die wollte ich mit euch ansehen. Salvador. Also, hier habe ich es nicht. Ich weiß nicht, Falkenblick scheint mir ein bisschen zu schwach zu sein. Und Treffschuss ist jetzt auch nicht so wichtig. Ob ich hier irgendwas brauche. Auseinanderreißen mit Kinos. Also war das ein schlechtes. Ah, kann ich nicht mal erreichen. Verfinsterung. Wieso kosten die so viel? Was ist denn los? Das wäre fatal für die Barbaren. Das wäre richtig fatal für die Barbaren. Klebrige Berührung auch. Geringes Profil, Zufluchtsstätte. Ne. Hier habe ich irgendwie ein bisschen zu viel geskillt. So, also, irgendwie
da wieder anders hin. Gefällt das der Buff eigentlich nicht. Dann bringt Arkanschlag wieder, der ist so geil. Schlangenbiss. Ich weiß nicht, für was Wintereinbruch braucht, die Gegner kurz festzuhalten. Wobei, nein, der ist einfach zu langsam. Wenn der Gegner auf mich zukommt, ist es meistens schon zu spät und er hält mich ein, zweimal. Dann. 2 Sekunden. 5 Sekunden. Nein, wir nehmen ihn ab. Hier war es ja Katzenreflexe und sonst nichts. So, hier nichts. Hier machen wir wieder bis zum Spezialist. So, Spezialist Skin. Wegreißen ist zu langsam. Schuss ist nichts mehr. Adler Auge. Manöver. Hab ich Manöver nicht? Nein, Manöver ist dafür zu teuer und zu wenig lang. Und Angriffsreichweite für 15 Sekunden kosten nur. Das.